MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer und mit einer weiteren Folge von Let's Play Ultimate Team machen wir weiter. Ich habe euch ja in der letzten Folge dieses Team hier gezeigt, Isle of Gomez mit Neymar, Robben und so weiter. Und das Team gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ich habe jetzt insgesamt 15 Spiele gemacht. Und Neymar hat 9 Tore, Gomez dreht vollkommen am Rad, 14-8. Warum hat er eigentlich ein Spiel weniger? Ach so, ja, ich habe Neymar, Robben und Thiago Silva oder Ramos, glaube ich, einmal bei einem anderen Match eingewechselt. Genau, Thiago Silva war es. Gut, Robben hat 13 Tore. Also das Team ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. 3 Tore Martinez, Gustavo 2 Tore. Robinho 1 Tor und Müller noch gar keins, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Denn Müller ist immer da, wo man ihn braucht. Oder sagen wir es mal so, oft da, wo man ihn braucht. Immer natürlich nicht. Ja, ich bin noch nicht... ich kann noch nicht sagen, dass das Team überragend gut ist. Ja, das werde ich dann noch sehen. Jetzt machen wir erstmal das versprochene Pokalspiel. Vor ungefähr einer Stunde. Also es ist gerade 15 Uhr, als ich aufnehme. Vor einer Stunde ungefähr habe ich den Goldpokal gewonnen. Gestern habe ich ihn 2-mal gewonnen, also habe ich ihn mit diesem Team schon 3-mal gewonnen. Wäre natürlich cool, wenn ich daran anknüpfen könnte. Wie schaut es mit der Fitness aus? Ja, nicht so. Robinho kriegt eine Karte. Ich bin da nicht so zufrieden, wenn der 89 hat. Denn er läuft ja doch ganz schön viel. Aber ich glaube, da habe ich genug. Ja, da habe ich hier eine Karte. Und dann gehen wir rüber. Oh, Gustavo auch noch eine. Martinez ist okay. Müller. Was haben wir noch so? Verteidigung passt. Robben passt auch. Ja, komm, das passt schon. Das passt schon. Gut. Ja, dann geht's wohl los. Im Pokal in der Vorrunde. Ne, Achtelfinale ist das jetzt, gell? Ja, Achtelfinale. Bin mal gespannt, wie ich jetzt abschneiden werde im Video. Keine Ahnung. Was hat unser Gegner? Bronze Beasts, ja. Du bist auch Bronze. Ich wette, er hat keine Bronzemannschaft. So. Beast FC. Das ist doch KSI. Oder heißt der FC Beast? Keine Ahnung. Ich guck mal schnell. Irgendwie FIFA Pimp oder so heißt er. Nee, ist er nicht. Okay. Aber der heißt auch Beast FC. Man kann doch nur einmal den Namen haben, oder? Ach, ist ja egal. Er hat auf jeden Fall ein Team schon wieder mit Pace. Und er hat sein Headset an. Ich hoffe, er labert nicht so viel, weil das hört man dann im Video. Und das kann ich nicht ausschalten. So, und jetzt auf ein gutes Match. Ich versuche wieder mein Ballbesitzspiel irgendwie durchzuziehen. Und dann wird hier schon was gehen. So, Robben. Robben hat Platz. Gustavo. Warum nicht? Boah. Guter Schuss. Tschech. Hält ihm hier den Ball raus. Robben auf Martinez. Schade. Ich finde, Martinez ist auch so unglaublich kopfballstark. Wenn der nämlich einen Kopfball macht. Er hat nämlich diese Eigenschaft. Powerheader. Powerkopfball. Da sind die Bälle so richtig stark. Oh, Gomez mit dem Roulette. Ah, verdammt. DD schon wieder. Aber momentan sieht es nach hohem Druck auf sein Tor aus. Gefällt mir natürlich. Und Robinho. Boah. Verdammt. Das hätte vielleicht schon sein müssen. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen sollen. Aber hätte, wäre, wenn. Ne? Das bringt alles nichts. Ich bin ja aber guter Dinge, dass es hier klappen kann. Ich darf nur nicht wieder die Fehler machen, dass ich meine Chancen nicht nutze. Das wäre dann sehr wichtig. Warum ist Robben jetzt da? Flügelwechsel. So, was macht er jetzt mit Eduardo? Hulk? Der hat keine Chance gegen Thiago Silva. Was für ein geiler Verteidiger. Habt ihr das gesehen? Hulk hat, glaube ich, auch irgendwie 90 Stärke oder so, aber ein Thiago Silva kommt einfach daher und zupft an ihm rum und dann fliegt Hulk fast mal hin. Ne? Ah, so kannst du meine Abwehr nicht aushebeln. Aber jetzt mal wieder Ruhe ins Spiel reinbringen. Müller ist jetzt hier, was ist da los? Vielleicht war das vorhin mit Robben nur so eine vorübergehende Geschichte. Ja gut, jetzt ist er wieder oben.
Oh, jetzt hat er viel Platz. Ich versuch's mal. Boah, der ging an den Pfosten. Robben, was für ein geiler Spieler. Der beste rechte Mittelfeld-Flügelspieler im ganzen Game für mich. Und jetzt Eto'o gegen Thiago Silva. Schaut euch das an. Thiago Silva klebt an Eto'o. Das ist doch ein geiler Typ, oder? Hammer. So, Neymar. Macht ihr den Scoop-Turn? Jetzt hat er Platz. Ja, die Flanke war zu früh. Schade. Aber ich spiele ja irgendwie noch nicht so auf Ballbesitz. Ich habe zwar mehr Ballbesitz, aber... Und schon wieder Thiago Silva. Was für ein geiler Typ, ey. Habt ihr den gehört, den Deppen? Hat sich aufgeregt wegen dem Thiago Silva, dass er schneller war. Tja, wenn Thiago Silva... So Halt's Maul, Mann. Der nervt gerade irgendwie, weil er die Aufnahme gerade irgendwie stört. Ah, verdammt. Ich glaube, den kann man stummen. Ich mach das jetzt gleich mal. Ja, natürlich ist es für ihn ärgerlich, dass Eto'o nicht durchrennen kann, aber ist doch mir wurscht. Ist doch gut so. Wenn der Eto'o, ich habe gerade gesehen, der Eto'o hat gar nicht mehr so viel Fitness. Dann ist er, also bei dem Sprint hatte er nicht so viel Fitness. Und dann ist ja klar, dass Thiago Silva irgendwie da noch schneller ist. Ich mach den Typen jetzt mal lautlos. Ich hoffe, das bringt jetzt was, wenn ich hier stumm mache. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut. So, jetzt können wir uns wieder konzentrieren. Und dann wird es schon hier klappen, denke ich mal. Also dieser Pass hat nichts gebracht, zum Glück. Casillas hat da, war da zur Stelle. So, Martinez. Neymar. Müller. Der hat jetzt auch wieder ein bisschen Platz. Aber in der Mitte steht keiner, oder? Neymar. Und Robben. Seitfallzieher. Kein superschönes Tor. Irgendwie hat da Robben den Ball nochmal an den Fuß bekommen. Aber der Abschluss war dafür umso schöner. Müller hat's vorbereitet. Ah, nee, gar nicht. DD hat's vorbereitet. Gut. Ich finde es immer so geil, wenn diese Pace-Ausnutzspieler sich immer so aufregen, dass sie mit ihrem Pace nichts erreichen. Ich finde das so lustig. Der regt sich doch nur auf, weil er Eto'o hat und denkt, mit Eto'o gewinnt er jedes Spiel, weil er durchrennen kann. Aber im Endeffekt bringt ihm das auch nichts, wenn ich gut verteidige. So, jetzt. Wo ist Gomez? Da ist er. Nee, doch nicht. Ja, man sieht halt schon seinen Spielstil. Er versucht die ganze Zeit irgendwie zu rennen und dann regt er sich natürlich auf. Jetzt kommt wieder Eto'o, aber Thiago Silva ist besser. Was will ich mit Eto'o? Also Eto'o ist ein guter Spieler, nicht falsch verstehen. Aber Thiago Silva muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Er ist ja nicht umsonst so teuer. Er muss ja diese ganzen Pace-Spieler aufhalten können in irgendeiner Weise. Und das kann er ganz gut, finde ich. Genauso wie Ramos. Jetzt Robinho. Ich suche Gomez. Da wäre er gewesen. Elfmeter. Jawohl. Den habe ich gut rausgeholt mit dem Scoop-Turn. Jetzt wird er sich aufregen. Und Robben schießt den Elfer. Er hat 86 Elfmeter. Gut. Und da ist der Ball drinnen. Robben Doppelpack schon wieder. Also dieses Team ist echt nicht schlecht, Leute. Echt nicht schlecht. Und es macht unglaublich viel Spaß, mit diesem Team zu spielen. Ganz anders wie mit diesem Normalo-Team, sag ich mal. Wie, was weiß ich, wenn man jetzt ein Team hat mit Torres, Valencia, Nani und so. Das ist ja mittlerweile fast alles Standard. Aber mein Team halt eben nicht und deswegen macht es mir so viel Spaß. Was einfach ein tolles Gefühl ist. So, DD hat den Kopfball hier verkackt. Gut für uns. Hä? Wieso Ecke? Er hat doch rausgeköpft. Oh, da ist er wieder frei.
Boah, Casillas. Da hat er mal gezeigt, dass er sein Geld wert ist. Casillas. Was für ein Reflex. Aber jetzt muss ich hier raus. Martinez hat hier wieder super gelöst. Jetzt der Konter eventuell. Ah, verdammt. Ja gut, Neymar kann natürlich nicht so gute Kopfbälle. Ich spiele jetzt wieder auf Ballbesitz, wenn ich den Ball bekomme. Erstmal wieder alles beruhigen. Ich hasse es, wenn es so hin und her geht. Was ist das? Okay, gut. Jetzt wird eh gleich Halbzeit sein. Ich finde, ich dominiere hier. Neymar? Oh Gott, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Gustavo, what the fuck? Aber ich glaube, der war abgefälscht, oder? Geiler Schuss auf jeden Fall. Ja, 2-0 zur Halbzeit, Doppelpack Robben. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Hier deutlich zu sehen, ich habe fast 60% Ballbesitz. 2 Torschüsse mehr als er. Passt. Bin zufrieden mit dem Match. So. Ah, okay, Freistoß. Ja, war auch ein Foul. Habe ich kein Problem damit, das zuzugeben. Er versucht wieder mit Eto'o was zu machen. Und schafft's auch noch. Oh, da konnte ich jetzt nichts machen. Hulk einfach zu schussstark. Schönes Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unorganisiert bei dem Pass auf Eto'o. Und dann kam Pepe nicht mehr richtig hinterher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Spiel entwickelt. Ich werde mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Weil ich will ja hier auf jeden Fall gewinnen, ne? So, Martinez. Bietet sich überhaupt jemand an hier? Ah. Gomez. Schade. Samuel Eto'o. Hau ab mit deinem Eto'o jetzt. Ja, sauber, Ramos. Was? Ja, okay. Gut. Kann er freistößen? Ich hoffe nicht. Och nee. Gegen Thiago Silva gewinnt auf einmal Eto'o in den Kopfballduell. Oder war das? Nee, das war Luis Gustavo. Oder? Keine Ahnung. Es war aber ein schöner Freistoß. So sieht man den auch sehr selten. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt muss ich mich echt wieder konzentrieren. 2-0 geführt. Und er macht den Ausgleich. Nicht so von Vorteil. Ich glaube, er spielt jetzt auch wieder ein bisschen aggressiver als vorher. Verdammt. Sauber, Ramos. Javi Martinez. And it's with Robin. He's away. Komm, lauf, Robin. Oh. Verdammt. Hätte ich noch einmal gezupft, glaube ich, hätte ich den Ball bekommen. Good ball. And here come the supporting cast. Was? That was a dangerous attack. Oh, was für ein Pass. The defender's done well to deal with it. Na, da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Aber egal, wenigstens ist der Ball angekommen. Ah, jetzt klappt irgendwie gerade nichts mehr. Oh, ich habe gerade gedacht, der kommt gerade wieder ganz glücklich durch. Das wäre es ja wieder gewesen, gell? Wenn er so komisch durchgekommen wäre. Was ist das denn? Achso. Okay. Oh, was für eine Flanke. Jetzt versucht er aber sehr viel über Tempo zu spielen. Ah.
verstehe jetzt auch gerade irgendwie nicht, wie er zwei Tore geschafft hat. War ich so unkonzentriert oder wie? Nein! Oh Gott. Eto'o, jetzt ist ein guter Verteidiger oder was? Haha, Wellington ist ein Witz. Ich hasse Wellington. Ich hasse Wellington so sehr. Das perfekte Beispiel für einen behinderten Pace-Spieler. Also, das, nicht falsch verstehen. Ich sag nicht, dass Pace-Spieler behindert sind, sondern dass Wellington das perfekte Beispiel für behinderte Pace-Spieler sind. Boah. Ja, es klappt jetzt gerade irgendwie nicht mehr viel, ne? Sauber. Ja klar, Wellington kann sich den Ball wiederholen. Von Martinez mit 99 Stärke. Die lachen mir doch schon wieder den Arsch ab. Komm, komm, Neymar. Oh, was? Wie kann er denn so reingrätschen? Und dann auch noch den Ball bekommen. Was ist denn das? Oh, Mann, ey, wo passen die denn jetzt alle hin? Ah, ich verstehe es nicht. Wie kann denn das Unentschieden stehen? War doch alles am Anfang schon mal sehr, sehr klar. Ich habe dominiert. Und dann irgendwie hat sich das schlagartig geändert. Jetzt Robben. Robben, lauf. Neymar! Ist mir egal, ob das Sweaty war. Jawohl, Neymar! Ah, oh, der Angriff ist so gut, ey. Jetzt wird er sich aufregen. So. So, und jetzt dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Jetzt darf ich auf gar keinen Fall mehr was anbrennen lassen. Ich habe ja schon auch auf defensiv gestellt, damit es noch schwieriger wird für ihn durchzukommen. Gustavo, Neymar. Robinho. Neymar wieder. Wo ist denn Gomez? Da ist Gomez. Und da ist Gomez. Mario Gomez. Oh, ich finde den so geil, ey. Jawohl. Sieg. Ich denke mal Sieg, ne? Vielleicht zu früh gesagt, aber es sieht doch alles danach aus. 87. Minute. 4:2. Jawohl. Ja, der ist bedient. Der hat keine Lust mehr. Ach ja, ich habe vorhin zu ihm gesagt, halt's Maul. Das war ein bisschen übertrieben. Also, das war irgendwie jetzt so schnell rausgesprochen, weil mich das gerade richtig gestört hat, dass er dadurch quasi die Aufnahme erstmal zerstört. Ich meinte das natürlich nicht so grob. Ja? Also, ich habe nichts gegen den. Und falls er zuschaut, was ich nicht glaube, entschuldige ich mich bei ihm für dieses Halsmaul. Das ist normalerweise nicht meine Art. Pepe, Mann, sauber. Und noch den Abschluss rausgeholt. Was? Ecke, okay. Zu früh gelobt. Ja gut, also, so wie es aussieht, haben wir den Sieg jetzt. Ja, wir haben den Sieg. Jawohl. Gomez, Robben, Neymar. War zwar ein Sweaty Goal dabei, aber ich habe ja auch euch schon gesagt, dass mir das mittlerweile egal ist. Natürlich mache ich jetzt nicht nur Sweaty Goals. Aber wenn es um was geht, warum nicht? Im echten Fußball 80% oder 90% aller Tore sind solche Tore. Und Tor ist Tor. Und damit will ich das Thema jetzt auch ehrlich gesagt beenden. Ich spiele um zu gewinnen und nicht um schön zu spielen, nur schön zu spielen. Jetzt bekomme ich hundertprozentig wieder eine Hassmail. Weil er nicht wegdrückt, ich kenne doch die ganzen Leute schon. Ich finde, ich habe verdient gewonnen. Vielleicht bestätigt es dann auch die Statistik, wenn er weiterdrücken würde. Bestimmt kommt irgendwas mit Nazi oder Twat oder was weiß ich. Ich lasse mich überraschen, irgendwas kommt bestimmt. So. Ja, Robben, Man of the Match ist klar, mit zwei Toren und einer Torvorlage.
Na, vorne, das Angriffsdreieck hat wieder getroffen. Hey, das ist so geil. Torvorlagen, Neymar, auch noch eine. Wer ist Spieler des Tages? Ah ja, habe ich ja schon gesagt, Robben, oh Gott. Hier, schaut. Seine Mannschaft war schlecht. Nur Eto'o hat 8,5, alle anderen. Okay, noch Hulk hat 8,1, aber alle anderen sind irgendwie unter 7. Also ich bin der Meinung, der Sieg geht schon in Ordnung. Ich gucke mir nochmal die ganz normale Statistik hier an. Okay, von den Schüssen her ist es fast ausgeglichen. Aber der Spielverlauf, ich weiß nicht, wie er 2 Tore gemacht hat. Ich habe einfach da nicht aufgepasst. Aber der Sieg geht schon in Ordnung, denke ich. Gut, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge. 2-4 gegen Beast FC. Ja, bin zufrieden. Die Mannschaft gefällt mir. Was hat sich hier verkauft? Okay, Eto'o und wieder ein Gustavo, sehr schön. Eto'o habe ich gestern Nacht mal ersteigert. Für 600 habe ich ihn bekommen. Ja, so sind die Preise mittlerweile gesunken während der Happy Hour. Es ist echt extrem. Ja, sehr schön. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Dann mache ich natürlich weiter mit dem Pokal. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Haxenbayer.